Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Ja, wir sind jetzt hier. Und da hinten ist irgendein tolles Symbol und deswegen wollen wir dem auch einfach mal hinterhergehen. Ein nettes Wurfmesserchen rausholen. Oh, wir versuchen einfach mal ihm hinterher zu rennen. Der Kerl ist schneller als ich. Die muss sich doch irgendwie verarscht vorkommen. Oh, ich konnte ihn nicht greifen. Also so langsam wird es lächerlich. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir einfach zu lächerlich. Hey. So. Dann reißen wir gleich noch so einen ollen Steckbrief ab und dann werden wir auch nicht mehr gesucht. Wo auch immer dieser Steckbrief. Ach, da oben ist er. So. Jetzt werden wir nicht mehr gesucht. Sie werden nicht mehr gesucht. Ja, das habe ich ja angenommen. So, können wir jetzt hier zu dem Architekten gehen? Zum Untersuchen Y. 27.000, ja. Haben wir so auf der Tasche. Ist wahrscheinlich dort nicht anders. Ich möchte nur mal den Preis wissen. Auch sind 20.000. Kommt, Freunde. Da hinten gibt es noch ein Wahrzeichen. Sag mal, was können wir alles denn für Mist kaufen? Wir sind jetzt hier. Ich glaube, wir nehmen noch eben ganz kurz den Aussichtspunkt dort ein. Nein, können wir nicht. Habe ich vergessen. So, den können wir ja nicht einnehmen, weil das ja... Oder war das? Ich laufe da einfach mal hin und mal sehen. Ich meine nämlich, dass es das Aquädukt noch ist. Was war das hier gerade? Achso, es war einfach nur hell. Okay. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwas Besonderes oder sowas gewesen. Warum kann ich das Ding hier noch nicht nutzen? Würde ich gerne wissen. Denn... Das ist ja eigentlich zum Untersuchen, ob sie drücken. Ja. Na also, das heißt, wir können auch ganz schnell wieder abhauen. 350 ist ja nicht viel. Von 18 Tunnelgänge renoviert. 29.000. Yay. Warum gucke ich mir die Sachen eigentlich überhaupt an? Wir könnten unser Pferd rufen. Wir könnten es allerdings auch sein lassen. So, das Ding sieht mir da doch ganz schön nach Aquädukt. Nee. Das ist das Kolosseum. Aha, Aussichtspunkt für uns, wenn wir denn hier jemals hochkommen. Also ich meine eigentlich, mich daran zu erinnern, dass es hier Tribünen gibt. Also solche Tribünenaufgänge und nicht nur solche Durchgänge. Naja, werden wir wahrscheinlich durch das mittlere Ding hier uns durchkämpfen müssen. Oder eigentlich eher durchlaufen. Hua. Aha. So, da dürfte der Haupteingang sein. Das heißt, es müsste dort rechts irgendwo einen Aufweg geben. So wie ich es zumindest noch im Gedächtnis habe. Und hopp. Kann auch sein, dass er später hinzugebaut wurde. Ja, super. Hier fehlt natürlich direkt ein Stück. Also klettern wir mal so ein bisschen
um dann irgendwo festzuhängen. So. Hopp, 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 hopp. Einfach nur, weil es gut aussah. Komm, lass mich da hoch. Uah, der war knapp. Der war ziemlich knapp. Naja. So, wir wollten ja eigentlich zum Aussichtspunkt. Dann müssten wir doch langsam hinlaufen. Da wir ja einmal um das ganze Kolosseum rum müssen. So. Ah, wir haben hier noch eine weitere Mauer. Und irgendwas ist da unten. Ich würde eigentlich zwar gerne auf der anderen Seite runterfallen, aber so geht es sicherlich auch. Ha. Plünder, 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 plünder. Weihrauch. Da wir jetzt ja schon mal hier sind, können wir ja einfach hier weiterlaufen. Wie auch immer die Leute mit ihren Karren und allem da hochkommen. Er? Nein, er ist noch nicht von Sinn. Heller ist von Sinn. Wow. Ah ja, ich glaube, da kommen wir am besten mal so hoch. Also hier. Und dann haben wir vielleicht Glück, dass wir hier so genau an diese Seite kommen. Haha. So, und dann dürften wir hier nicht hochkommen. Aber warte mal, jetzt ist das Ding nicht mehr gehighlightet. Ich würde mich hier gerne umsehen. Oben ist der Adler. Okay, wir müssen doch nach oben. Naja, war ja klar. Dann frage ich mich, warum ich das denn hier gemacht habe. Naja. Kann man halt nichts gegen machen. So, dann geht's mal hier weiter hoch. Das klappt nicht. Das würde auch nicht klappen. Da kann es vielleicht hochgehen. Also hier an diesem Kasten. Ich sagte an diesem Kasten. Komplett auf den Kasten drauf. Dann müsstest du doch genau hier hochkommen. So, dann befinden wir uns wunderschön über allem. Da vorne haben wir auch schon den Adler dann. Und da ist dann auch. Uah. Und da vorne haben wir dann auch den Balken. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich den Heuhaufen treffe. Mal schauen, ob das überhaupt funktioniert. Oh Gott, ich hoffe mal, dass ich nicht am Übersteuern bin. Nee, sieht aber eigentlich ganz gut aus. Hey. Oh, ich hätte ja gerne da reingezogen, aber es wäre ein bisschen auffällig. So, was hatten wir denn? Auftragsantat. Ja, da komm, dann machen wir mal eben mit. Einfach so, weil wir es gerade können. Adala, adala. Ich wollte eigentlich nur mal gucken, dass ich mir das Pferd klaue. Pferdchen? Das Pferd ist weg. Ich wollte mir eigentlich sein Pferd klauen. Ah, so hätte man das auch machen können. Und dann müssen wir nur noch in die andere Richtung reiten. Warum steht hier denn bitte schön stehen? Ich möchte eigentlich doch Galopp machen. Naja, mal schauen. So, dort dürfte der Taubenschlag sein. Esquilinio. Um zu interagieren. Hey Taube!
Mission. Eine Ansatzmission akzeptieren, um das angehebene Ziel zu eliminieren. Ja. Taktische Korrektur. Cesare, glaube ich, heißt er, ließ einen seiner besten Strategen zurück nach Rom rufen. Er ist eine wichtige Persönlichkeit, deshalb reist er mit Pferd und Eskorte. Mich deucht, beides sollte kein Problem sein. Volle Synchronisation, die in weniger als 2 Minuten schaffen. Ich mag ja die Zeitangaben nicht. Hatte ich das schon? 5 Ziele. Ja, das war mal wieder schlau. Ich frage mich auch gerade, warum. Aber ich muss auf jeden Fall zuerst diese Kiste mitnehmen. Also in 2 Minuten werde ich eh nicht machen. Beziehungsweise schaffen. Deswegen kann mir das eigentlich egal sein. Und hopp, komm einmal gerade. Achso, da kommt man gar nicht so hoch. Ja, das ist dann schon ein Nachteil. Wie komme ich denn da hoch? So? Wenn so viele... Ah, aha. Gerade und nochmal gerade. Und hier nochmal schön. Oh, der war knapp. Oh, der war nicht knapp. So, wir sind jetzt ja auf diesem komischen Feld, glaube ich. Nee, hier waren wir noch nicht vorher. So, da sind 3. Dann sind wir wahrscheinlich da hinten 2. Würde ich mal so annehmen. Knarre raus. Ziele eliminiert 4 von 5. Ja, so viel dazu. Hier ist da hinten noch ein 5. Ziel. Ich hoffe mal, dass die mich jetzt nicht angreifen, aber eigentlich hat ja niemand was gesehen. Ah, jetzt verdächtigen mich anscheinend doch. Versucht mal tief durchzuatmen. Also Kolioni, rutschen schon wieder runter. Zack. Naja, die 2 Minuten hätte ich fast ja geschafft. Das finde ich ganz interessant. Aber ich verstehe nicht, warum die 4 so weit entfernt waren von dem 5. Beziehungsweise warum der 5. irgendwie so ganz komisch war. So, komm, ich klammer mal das Pferd jetzt. Und jetzt versuchen wir mal zum Erinnerungsanfang zu kommen. So, hier ist ein Arzt. Hier ist ein Tunnel, da ist noch ein Auftragsattentat. Wo ist Erinnerungsanfang? In der Stadt. Würde ich mal sagen, machen wir das Auftragsattentat noch ein. Nein, machen wir nicht. Wir gehen direkt zum Tunnel. Auf zu den Tunneln. Also irgendwie ist dieses Pferd ja lahm. Das kommt mir wahrscheinlich nur so vor. Auch wenn ich schon fast vorbeigeritten wäre. So, und jetzt würde ich gerne nochmal nach dem Augensymbol Ausschau halten. Das erinnerte mich nämlich gerade eben noch daran, das Augensymbol, beziehungsweise das Auge. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich hier gerade bin. Die Karte sagt mir zumindest, dass ich hier so durchreiten kann. So, sonst waren die Augensymbole doch immer relativ leicht zu finden. Naja, vielleicht muss ich auch einfach nur absitzen. Nachdem ich mir ein Pferd geklaut habe. Hey. So, hier oben denn vielleicht. Das ist ja eigentlich die Alviano-Kaserne. Und da müssten wir ja eigentlich auch was finden. Und es hört sich auch danach an, als ob hier was wäre. Mal gucken, was passiert, wenn wir hier so oben hingehen.
Okay, hier war eine Feder.